Wenn kleine Mäuse wütend sind, dann brüllen sie so laut, dass nicht einmal ein Elefant sich in die Nähe traut. Wenn kleine Igel wütend sind, lässt jeder sie in Ruhe. Denn wenn sie richtig wütend sind, dann hören sie nicht zu. Wenn kleine Hasen wütend sind, dann sitzt die Wut, oh weh, im Kopf, im Bauch und überall, sogar im großen Zeh. Wenn kleine Ziegen wütend sind, dann fällt das Stillstehen schwer. Sie springen oder stampfen fest und rennen hin und her. Wenn kleine Hunde wütend sind, dann zanken sie zu gern. Sie zanken um den besten Platz und um den Schokostern. Wenn kleine Tiere wütend sind, dann boxen sie die Wut ins Kissen oder in die Luft. Und das tut richtig gut. Wenn kleine Kinder wütend sind und finden einen Arm, dann fühlen sie sich plötzlich gut, ganz wohlig, weich und warm.